Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Opening Bell. Wir starten jetzt einen zweiten Versuch, schalten zu Oliver Kantem von der Aktionärsbrief. Und ja, das Bild steht schon mal, hoffentlich auch gleich der Ton. Wir schauen noch mal auf den DAX, der ist bewegungslos. Wann sehen wir denn das Allzeithoch? Wir hatten uns da Anfang des Jahres deutlich festgelegt, dass wir noch im ersten Quartal 2013 neue Allzeithochs beim DAX sehen werden. Könnte jetzt vielleicht ein bisschen knapp werden, aber man muss auch sehen, wir hatten jetzt Anfang März 2013 war jetzt ein sehr dynamischer Anstieg. Da brauchen wir jetzt vielleicht mal eine kleine Atempause. Vielleicht geht der DAX noch auf 7.950 oder 7.900 auch zurück. Vielleicht auch noch ein bisschen drunter. Aber das wird dann nur ein Atemholen sein für die nächste Attacke auf die 8.000-Punkte-Linie. Und dann glauben wir auch, dass dann im Rahmen dieser nächsten Aufwärtsbewegung, dieses nächsten Schubes, dass wir dann auch neue Allzeithochs erreichen werden. Also keine Zweifel daran. Schauen wir mal auf Henkel. Da gab es ja ein Konzernergebnis, das einen neuen Rekordwert erreicht hat. Die Aktie dann auch ordentlich zugelegt. Würden Sie sagen, dass die Aktie von Henkel auf diesem Niveau noch ein Kauf ist? Die Aktie empfehlen wir ja schon seit 1,5 Jahren. Die Zahlen waren wirklich sensationell. Der freie Cashflow hat sich ja auf 2 Milliarden Euro verdoppelt. Die Schulden konnten innerhalb von 5 Jahren von vormals 4 Milliarden Euro fast komplett abgebaut werden. Das eröffnet natürlich neue finanzielle Flexibilität. Man kann zukaufen, man kann organisch wachsen. Und da tritt dann auch ein bisschen in den Hintergrund, dass die Aktie mit einem KGV von 17 eigentlich schon relativ teuer ist. Denn diese Managementqualität und diese Erfolgsstrategie, die rechtfertigt einfach auch eine gewisse Prämie. Wir würden da allerdings nur noch bei deutlicheren Rücksetzern ab mindestens 5% da noch zugreifen. Rekordzahlen haben wir auch bei Continental gesehen. Die haben ein Rekordjahr hinter sich. Jetzt werden Sie etwas vorsichtiger. Was trauen Sie dem Unternehmen noch zu in diesem Jahr? Ja, das war wirklich ein Rekordjahr in der 140-jährigen Unternehmensgeschichte. Allerdings, man schlägt sich ganz gut weltweit. Allerdings, das europäische Geschäft schwächelt ja und da kann man sich auch nicht ganz vor entziehen. Man will da jetzt ein bisschen gegensteuern, indem man sich von dem zyklischen Geschäft ein bisschen unabhängiger macht. Das heißt, das herstellerunabhängige Geschäft, der Anteil vom herstellerunabhängigen Geschäft soll von derzeit 30 auf 40% angehoben werden. Und die Aktie ist sehr gut gelaufen. KGV 9,5 auch noch eigentlich relativ günstig. Da kann man auch durchaus bei nur kleineren Rücksetzern kann man da noch zugreifen. Schauen wir mal auf Klöckner & Co. Da sollen es ja dann 2013 auch wieder schwarze Zahlen geben. Für welchen Anlegertyp ist diese Aktie geeignet? Die Stahlbranche ist ja nicht unbedingt die einfachste. Ja, das ist sehr volatil, sehr zyklisches Geschäft und ist jetzt nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt für konservative Anleger geeignet. Allerdings Klöckner und Co. erwartet jetzt für 2013 auch wieder schwarze Zahlen und man hat auch ein Restrukturierungsprogramm. Man will das auch rigide weiter durchführen. Insgesamt weltweit 60 Standorte sollen ja verkauft werden oder geschlossen werden. 16% der Belegschaft soll gestrichen werden. Und insofern, die Aktie ist ja auch in den letzten Wochen schon gut gelaufen und wenn man gute Nerven hat, kann man da durchaus auch zugreifen. Allerdings braucht man da auch ein bisschen Geduld, um da die Volatilität so ein bisschen rauszufedern. Aber wir glauben schon, innerhalb von 6 bis 12 Monaten, dass man da ansehnliche Kursgewinne machen können sollte. Da haben Sie also noch Hoffnung, weniger Hoffnung dagegen bei Ihrem Bären der Woche im Aktionärsbrief. Das ist zum Tobel. Warum haben Sie hier keine Hoffnung mehr auf steigende Kurse? Bitte ganz kurz. Ja, in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres, da ist der Gewinn um die Hälfte eingebrochen. Die Analysten hatten eigentlich nur Minus von 5% erwartet. Und es sind auch vor den Zahlen sind schon die Aktien runtergeprügelt worden. Jetzt ist sogar die Finanzmarktaufsicht untersucht diesen Vorfall. Also bis auf Weiteres auf jeden Fall Finger weg von dieser Aktie. Sagt Oliver Kantem von der Aktionärsbrief. Danke für die Einschätzung. Bitte gerne.